Liebe Damen und Herren, kommen wir zum Thema Payment. Mein Name ist Erik Pitz. Ich bin Market Manager bei der Feig Elektronik in der Payment-Abteilung und bin dafür zuständig, unsere Partner bestmöglich zu unterstützen. Schauen wir uns mal die Geräte an. Der Siebern Plug ist im Prinzip der kleinste Formfaktor-Terminal, rein kontaktlos und wird in vielen Situationen planverbaut. Contactless only heißt in diesem Fall Open und Closed Loop. Das heißt also, ich kann es verbauen in einem Bordrechner, im Bus, in einem Validator. Ich kann es aber auch in einer Schrankensituation verbauen, soweit die Umrahmung nicht metallisch ist. Generell gilt bei den Terminals Open Loop und Closed Loop. Alles, was ISO 14443 ist, funktioniert, bis auf Logic, was Sie sicherlich nachvollziehen können. Insofern haben Sie hier, sag ich mal, den Startpunkt des Portfolios. Da wir natürlich aber auch dann in Situationen sind, wo wir im Außenbereich sind, wo wir ein robustes Gerät brauchen, wo wir eventuell irgendwelche Spezifikationen erfüllen müssen, wie hier die EVA-Spec, haben wir dementsprechend hier nochmal den C-Vent Plug, der in der C-Vent Box steckt. C-Vent Box ist im Prinzip eine sehr robuste IK10, IP65 zertifizierte Box, die den Plug nochmal erweitert durch MDB, durch SAM-Module beziehungsweise auch dann mit Features wie Low Power Management aufwarten kann, was ich im On-Street-Parking benötige und dementsprechend hier nochmal das ganze Portfolio mit einer modularen Variante nochmal erweitert. Das heißt, insofern ist er vorbereitet optimal für alles das, was an Anforderungen besteht im Vending-Bereich oder natürlich auch im Parken-Bereich. Dann ist normalerweise der nächste Schritt ein Pinpad. Wir haben heutzutage schon fast einen 100% kontaktlos Kartenmarken. Das wird in der Zukunft sicherlich noch mehr werden. Das heißt also, wichtig war hier im Prinzip kontaktlos in den Vordergrund zu stellen. Die NFC-Antenne steckt im Display, LEDs sind an der Seite. Das heißt, wenn die Karte oder irgendwas davor liegt, kann ich noch alles sehen, ich kann es hören und dementsprechend gibt es mir die Sicherheit zu wissen, dass meine Karte akzeptiert ist und ich per Tap and Go gehen kann. Falls ich über einen gewissen Betrag komme und dort ein PIN notwendig wird, kann ich den hier direkt eingeben in meinem Edelstahlgehäuse und bin damit, sei es im Innenbereich wie im Außenbereich, mit allen Spezifikationen, die dafür notwendig sind, optimal bedient. Habe noch einen Secure Hybrid Card Reader, solange wie es noch Chip- und Magnetstreifenkarten und deren Funktionen gibt und kann den aber theoretisch dann auch weglassen. Das Terminal funktioniert auch einfach als ein Modulsystem. Kommen wir nochmal zu dem C-Vent Plug zurück. Der steckt auch in unserer neuesten Variante, dem C-Vent Plug Baukasten bzw. Modular Kit. Was wir im Prinzip insofern aufgestellt haben, dass wir verschiedene Rahmen entwickelt haben und Extension Boards. Und dementsprechend den C-Vent Plug, sei es durch ein MDB Extension Board oder durch ein SAM-Modul Extension Board aufrüsten können oder auch durch die verschiedenen Tiefen an Rahmen, die wir anbieten. Das heißt, ich kann hier im Prinzip den C-Vent Plug in eine Automatenvariante einbauen, die keine interne Integration ermöglicht, weil es vielleicht ein Legacy-Automat ist, der schon seit einigen Jahren so konzipiert ist und so schon im Feld steht und einfach im Prinzip aufgerüstet werden muss jetzt mit Open Loop Payment. Wir können auch teilweise integrieren, haben da verschiedene Rahmen gebaut, um dementsprechend dieses System so modular wie möglich zu machen. Und Sie sehen ja schon anhand der diversen Komponenten, wie modular es ist und in wie vielen verschiedenen Situationen ich es noch einbauen kann. So, um mal zusammenzufassen. Wir haben im Prinzip für die Unattended-Bereiche, die wir so kennen, Vending, Parking, ÖPNV, E-Charging und verschiedene Sub-Verticals, On-Street-Parken, Off-Street-Parken, Fahrausweisautomaten an der Haltestelle, aber auch Bordrechner, die vor dem Busfahrer sitzen und dementsprechend alles Gleiche wollen, und zwar Karten akzeptieren, aber dementsprechend immer andere Formfaktoren, andere Hersteller der Automaten etc. bedeuten, aber alle irgendwo zusammenspielen müssen. Und das ist im Prinzip der Hauptfaktor bei dem C-Vent Plug Terminal Portfolio. Wir haben im Prinzip für die verschiedenen Verticals und Sub-Verticals das passende Gerät, haben es auch soweit modular aufgezogen, dass wir auf wirklich viele Situationen eingehen können. Und auf der anderen Seite haben wir, was die Hardware, aber auch was die Software angeht, dafür gesorgt, dass wir hier die Anforderungen der einzelnen Verticals unterstützen können. Linux-basiert, 8 Application-Slots und so weiter. Im Bereich Parkautomaten haben wir Parkautomaten, die üblicherweise in
Parkhäusern aufgestellt werden, dort, wo normalerweise länger geparkt wird, ich natürlich auch dementsprechend höhere Parkbeträge dann zu bezahlen habe. Wir sprechen hier von Flughäfen, von Bahnhöfen und Ähnlichem, wo ich einfach weiß, gut, hier werde ich im Prinzip auf höhere Belastungen treffen. Das heißt, hier haben wir für Parkautomaten unseren C-Band PIN im Einsatz. So, dann schauen wir uns gerade noch mal die Zahlung an. 55 Euro. Das heißt also, wir liegen über dem 50 Euro Contactless Pinless Limit. Das heißt also, über 50 Euro muss ich üblicherweise, wenn ich mit der Karte zahle, meinen PIN eingeben. Das schauen wir uns jetzt gleich noch mal an. Das heißt, wir haben hier 55 Euro ausgegeben, unseren Parkvorgang, tappen ganz kurz die Karte, geben dann unseren PIN ein. Den darf ich leider niemandem zeigen. So, dementsprechend läuft jetzt die Autorisierung, dann kommt meine erfolgreiche Autorisierungsbestätigung und dann erhalte ich mein Ticket. Tickets können natürlich heutzutage in Papierform stattfinden, Tickets können natürlich aber auch die Karte selbst sein, weil was die Terminals natürlich auch noch alle können und verstehen, ist Tokens zu erstellen. Das heißt, dann wird im Hintergrund auf Basis der Kartennummer ein verschlüsselter Code erstellt, der wird im Parkmanagementsystem abgespeichert, kann dementsprechend, sei es an einer Schrankensituation oder einer anderen Situation, wiedererkannt werden und dann dementsprechend genutzt werden. Das heißt also auch, dieser Token könnte auch mein Ticket sein und ich kann sogar damit dann auch noch Papier sparen. So, jetzt wollen wir uns das Ganze nochmal ansehen mit einem kleineren Betrag, also mit einem Betrag unter 50 Euro. Hier haben wir jetzt mal eine Zahlung von 3,50 Euro eingesteuert, die rein nur kontaktlos bezahlbar ist. Das Schöne ist bei dem Kontaktloszahlen, ich kann im Prinzip mit einem Tap and Go die Zahlung in 0, nichts abwickeln. Es sei denn natürlich, ich benötige eine Quittung, dann muss ich natürlich noch einen Handgriff mehr machen und den Quittungsknopf drücken, um dann im Prinzip das Ganze auch über die Spesen laufen zu lassen.